Daddy, ich habe dein Foto gefunden. Können wir jetzt wieder eine Familie sein? Das ist der Fahrstuhlstein. Der braucht einen Job, ja. You had one job, Fahrstuhlstein. Nee, Bubi-Hell. Bubi-Hell? Ach. Bubis sind eigentlich okay, finde ich. So, wir sind wieder hier. In meinem Revier. Ich gehe jetzt mal nach rechts. Alter, wenn ich nochmal so eine Dingens sehe, ne? So eine Schnee... Ah, warum passiert mir das immer? Zu 80% gehe ich einfach den falschen, also den Speicherpunktweg. Naja, halt nicht zuerst ab. Ja, Talia, da hast du natürlich recht, aber man muss sich ja nicht zwanghaft für eins entscheiden. Was ist das denn? Magic Missile. Ach, das ist wieder so ein Ballern, ne? Papi, da habe ich so eine Frau mit Kristallen geworfen. Zu meiner Verteidigung, die Kristalle waren ungefähr ein Dreifaches meiner gesamten Körpergröße. In meinem Fall wären das nicht viel. Ungefähr 3 cm, aber in Alucards Fall, ne? Wobei, ganz ehrlich, mit einem 3 cm Kristall abgeworfen werden, tut bestimmt auch weh. So, ich kann ja mal versuchen, dass diese Hexen kaputt zu machen. Alter, diese Schneetrolle da gerade eben, ne? Die mir übelst aufs Maul gegeben hat. Oh, die waren sich eine Katze. Ey, die tötet mich noch. Ach komm, ich gehe einfach wieder durch hier. Let's go! Okay, wo ist die Schneetrolle? Die muss sowas von direkt verrecken. Alter, Hilfe. Ah! Wir haben im nächsten Raum, oder? Oh Gott. Okay, die war da links. Ist klar, Skywalker. Ey, vielleicht sollte ich ja einfach die Anti-Schneerüstung anziehen. Also, habe ich eine? Ich glaube, ich habe eine. Ich suche die jetzt und hau euch aufs Maul. Komm her. Alter, und tot ist sie. Wie viel Schaden die bekommen hat gerade. Schon geil, das Schwert. Na, was machst du denn da? Hängst du fest, wa? Kurz und knackig mit der 1-Euro-Spende. So, du willst keinen Tipp, aber du wärst dafür mit einem Tipp von 1 Euro. Vielen, vielen Dank, kurz und knackig. Stirb. So. Ey, wenigstens ist die Schneetrolle direkt verreckt. Nein, mein OP-Handschuh, mein OP-Wasser. So. Headbang intensifies. Richtige Glaskanone. Ich one-shotte sie. Sie one-shottet mich. Beziehungsweise, ich glaube, es waren 2 Hits, oder? Die ich gebraucht habe. Alter, Geld! Gib her! Wie viel habe ich eigentlich mittlerweile? Ich habe nur 9000. Okay, ich hätte gedacht, dass ich wesentlich mehr habe. Ja! Wieder ein Highlight-Potenzial. Oh Gott. Ja. Da denken sie, sie können mich natzen, Leute, aber ich habe natürlich meinen Spikebreaker. Richtig, einfach alles wegften, Leute. Verdienste! Leute, wir müssen das Spiel spielen für die Verdienste. Oh Gott. Habe ich ja noch irgendwas anderes Cooles eigentlich gehabt jetzt? Was war hiermit? Ach, guck mal. Die ist mittlerweile besser. Dann nehmen wir die wahr. Goldenes Skelett, das macht mich irgendwie nervös. Kann ich anders, Leute. Ich finde es ja gut, dass das Schloss immerhin nur vom Aufbau spiegelverkehrt ist, aber nicht auf wenigstens alles identisch aussieht. Das wäre nämlich echt lame gewesen. Aber das ist ja nicht so. Da liegt was. Red Bean Bun. Ach, das ist schon wieder was zum Heilen. Okay.
Ganz normale Skelette einfach? Was ist denn da los? Boah, die machen alles so ein geiles Geräusch beim Einknicken. Alter. Boah, das muss so befriedigend sein, damit Falco durchzubrechen. Ich versuche das gleich mal auf dem Rückweg, wenn der dann irgendwann mal aufhört, der Weg hier. Okay, Leute, ich muss das jetzt ausprobieren. Passt auf. Oh mein Gott. Das war so geil. Und nochmal. Fuck. Oh, ich habe keine Magie mehr. Was? Wieso habe ich keine Magie mehr? Na gut, dann gehen wir halt nochmal normal durch. Ist auch okay, ne? Wo habe ich die ganze Magie verloren? Dumm-di-dumm. Suigessen. Es war einfach Falco in seinem natürlichen Lebensraum. Falco Mega Nut Mode. Wow, und das alles für ein Elixier. Das was macht? Jetzt kommt's, bestes Item, du gewinnst instant. Okay, ist halt komplett. Bin ich aber oben echt komplett fertig, ne? Ja. Okay, Falco! Speed Boost! Oh! Was? Oh, schon wieder die Magie ausgegangen, ey. Voll antiklimatisch hier. Immerhin so ein halber, ne? Hab echt noch nie drauf geguckt, wie verkackt viel Magie das kostet. Dann muss ich halt jetzt wieder moonwalken. Back to the roots. Fräulein, so nicht. Ich mag ihren Hut, aber so nicht. Immerhin bleiben die Stacheln kaputt. Das ist schon cool so. Okay, wieso auch immer ich jetzt da oben gelandet bin gerade. Egal. Jeder Treffer in Wolfsform kostet Mana. Ah, das erklärt, warum das so teuer ist. Oh nein, der Raum. Schnell. Nein, nein, Hoff! Warum ist der Ausgang ausgerechnet oben? Oh. Ah, okay. Gut. Ich habe vor, man hätte keine Hit-Invincibility, wenn man getroffen wird. Warte mal, da oben geht's auch noch weiter, sehe ich gerade. Alter, 1000 Milliarden Gegner, alles. Ach du Scheiße. Wieder mit Falco einfach durchbrezeln, aber... Oh, cool. Huch. Außerdem einfach aus Reflex in Falco verwandelt. Geil! Oh nein. Nein, 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 nicht wandeln. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Oh, hör auf! Ne, ich resette das direkt, ich resette das direkt. Vergiss es. So. Warte mal. Ist das überhaupt ein Mädel? Ich glaube, es war ein Typ, oder? Nicht, dass es wichtig wäre, aber... Die Knochenwerfer. Da wollen die dich auch nochmal cool... Was? Da wollen die dich auch nochmal cool... Oh nein. Ah, hör auf! Den war der irgendwie schneller tot, glaube ich. Wo zum Teufel bin ich jetzt? Das war der Talisman-Effekt. Mhm. Ach, guck mal, der gleiche Geheimgang noch. Hey. Necklace of Jay. Wer ist dieser Jay? Death plus 5. Ja, warum nicht, ne? Die Attacke geht um 1 runter, aber die Verteidigung
kann ich hier brauchen. Ich möchte einfach nicht sterben. Jay? Julius Belmont? Ich weiß nicht. Jack Atlas! Jack Atlas muss es sein, Leute. Ist noch krass, wie wir einfach durchgebasht sind halt. Oh. Hörst du auf, immer nach hinten zu gehen? Ich hab so Schiss vor den Typen, ne? Der boxt mir einfach ins Gesicht und ich bin dead. Nicht zu viele Wege, bitte. Ist einer davon ein Speicherpunkt. Dankeschön. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Sweet. Oh, ich hab so Hunger, Leute, ne? Kann nicht mehr. Gut, ich dachte eigentlich, das ist der letzte Castlevania-Stream, ehrlich gesagt, diese Woche, aber dann geht es nächste Woche natürlich noch weiter, ne? Oh, Boss. Ah, der Raum. Ja gut, komm, wenn wir schon mal hier sind, ne? Komm, nochmal ist diese schöne... Alter, das ist richtig das Bloodborne-Feeling hier. Ich bleib hier oben, ne? Wir müssen erschrocken gerade so. Warte, pass auf. Lightning Jail. Mail. So. Ja, sehe ich wie... Alter, ich will... Ah, sind das geile Attacken, die einen einfach ewig stunlocken. Delicious. Wie viel Schaden habe ich gerade gemacht? 1? Auch weißt du was? Ich habe das Bedürfnis, hier nicht mehr lang zu gehen. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt nicht zuerst den Speicherraum genommen. Gut, dann wäre ich hier wahrscheinlich gar nicht erst reingerannt, aber... Läuft. Sunny Michael Jackson, er... Au! Wort vom Nordwindtal. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden er mir gemacht hätte ohne den Lightning-Schutz. Wie viel Prozent habe ich mittlerweile eigentlich bei der Map? 130 Prozent. Ja, so funktionierte das früher. Ach, mit Jay war Jackson gemeint. Ah, auf einmal gehabt alles hin. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich übelst auf die Fresse kriegen. Ich probiere es aber trotzdem nochmal. Und ich mag die kleine... Auf welchem Level ist die eigentlich mittlerweile schon? Level 18, Leute. Alter, gebt euch das. Das ist die beste. Toll. eins Schaden mache ich. Das ist ja schon geil. Ich glaube, hier sollte ich definitiv noch nicht hin. Schade, ich kann ihn nicht stunlocken. Nee, kannst vergessen. Das ist ein klarer Fall von heftig unterlevelt. Weil ich ganze einen Schaden mache. Oh. Hier wird er mich niemals treffen. Oh. Gut. Ja. Vielleicht auch doch. Vielleicht auch doch. Aber nur vielleicht. Da hat Dracula lange für geübt, damit er richtig schön edgy klingt. So wie du blutest. Mein Herz blutet bei diesem Boss. Och, na, ist es okay. Ich bin zu schwach dafür. Aber ich bin durch das ganze Schloss übelst durchgeballert. Trotz Unterlevelung. Kann man mal machen. Aber da oben ging es ja zum Glück noch weiter. Also kann ich mir erstmal gucken, was da ist. Ist das Allerschlimmste? Ich muss den ganzen beschissenen Weg wieder zurückrennen. Weil ich nirgendwo einen zweiten Teleporter habe. Yikes. Steck den Kopf in den Boden, dann kann er dich nicht sehen. Ah, das könnte funktionieren. Toll. Ei!
$1! Und jetzt wieder den ganzen Weg zurück, Leute. Let's go. Let's go, Falco. Oh! Er gönnt sich einfach den Falco-Modus extrem. Das war geil. Aber ich habe hier oben tatsächlich alles erforscht. Bis auf den einen Boss jetzt, den ich nicht umgeklatscht habe. Hier versuche ich es gar nicht erst mit Falco. Cash, Leute. Ich bin so froh, dass Falco endlich nützlich geworden ist. Ich habe die Wolfsverwandlung gesehen und dachte mir so, Bruder, was das? Bruder, was das für ein Scheiß? Und dann kaum streamen wir kurz heute. Bam, Power of Wolf. Oder was war das? Speed of Wolf, irgendwas. Instant Nuts. Au. Ich wurde von Weed erschlagen. Autsch. Weed greift mich an, ich komme nicht weg. Was ist Kontext? Out of Context Streams. Es gibt auch so Twitter-Kanäle. Out of Context Kirby, Out of Context irgendwas. Out of Context Anime. Einfach Out of Context Sui Stream. Das sah links sieht so verdächtig aus, aber da war nichts. Aua. Lass mich einfach nur vorbei. Skill of... Digga. Einfach weg hier. Die Typen gehen mir so sehr auf den Sack. So. So wie du blutest. Warum sagst du das die ganze Zeit? Was du machen? Ich habe Angst. Hier bin ich noch nicht lang gegangen. Wow, holy shit, Alter. Das neue Schwert ist ziemlich krass. Das hat irgendwie so eine nachhaltende Hitbox. Kann das sein? Ziemlich geil. Kann ich eigentlich da hochspringen? Cool, kann ich wirklich. Okay, dafür ist das Ding also da. Geil! Platsch. Weil du blutest. Ich check's nicht, tut mir leid. Alter, stirb bitte schnell. Danke. Nein, der Killerfisch. Man wird wieder da oben hingebaitet. Oh nein. Pflanzenmädchen ist zurück. Ich bin irgendwie schon viel stärker geworden jetzt durch die paar Level-Ups, die ich da oben bekommen habe. Kann denen jetzt schon viel besser gegenüberstehen. Alucard blutet? Aber Alucard... Nee, warte mal, was war, hab ich gerade eingesammelt? Jewel Knuckles ist bestimmt scheiße, oder? Ja, bei jedem Item, was ich finde, davon ausgeht, dass es kacke ist. Aber wir sind ja im neuen Schloss, also. Finden wir hier vielleicht sogar mal nützliche Sachen. Ach nö, weißt du was? Das ist mir doch jetzt ein bisschen zu lang, der Weg. Das ist mir doch ein bisschen zu lang. Flop. Hui! Mhm. Das wird ein Spaß, da hochzukommen jetzt. Mensch. Sag ich ja. Hab ich gehört. Hast du gehört, Brady? Hast du das, ja? Krass. Ich auch.
Oh, verpiss dich aus meinem Gesicht. Yay! Da ist mir gerade einfach ein Schneider in die Fresse geflogen. Hallo? Ach Gott, oh Gott. Wird eigentlich mal langsam Zeit, Schluss zu machen, wa? Eigentlich schon. Eigentlich ja schon. Aber das Spiel ist leider gut, aber ich höre gleich auf. Ich habe Hunger. Ab ins Bett, Sui! Zähne putzen, Ponal und ab ins Bett. Schon wieder ein Boss? Was? Der Doppelgänger 40, Leute. Alter, er ist der alte Sui, Leute. Der noch Dingens benutzt. Der noch den Flummi benutzt. Ich glaube, er verwandelt sich die ganze Zeit in Falco. Kann das sein? Als ob er mich versteinert. Danke, kleine Fee. Ich kann die ganze Zeit seine Verwandlung damit canceln. Das ist irgendwie witzig. Mit meinem Holy Water, ja, so ein bisschen jedenfalls. Aua. Ganz ehrlich, ohne das heilige Wasser macht man irgendwie mehr. Was war das gerade? Stand da gerade 5000 Damage oben oder... War das nur komische Anzeige? Guck mal, ich kann ihn locken. Cool. EZ. EZ. Der neue so überdeckt den alten. Das ist halt echt so. Der hat noch den Flummi benutzt. Da wusste er noch nicht, dass es Holy Water, das ist, was eigentlich so broken ist. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich gleich mal Schluss machen. Aber das müsste eh eine Sackgasse enden hier, wenn ich das richtig im Kopf habe. Alter, das sieht aus wie, als würde ich Bradys private Videosammlung öffnen. Okay. Da geht's wirklich nicht weiter. Hier. Flop. Nein, ich wollte nicht... Hat er die Map gewechselt. Ich wollte nur springen. Oh mein Gott, ich wollte nur springen. Und dann wechselt er die Map dabei. Verreck doch mal, damit ich mich in Ruhe hinsetzen kann. Oh Gott. Halten die irgendwie manchmal... 1000 Millionen mal mehr aus. Ich möchte einfach nie wieder das heilige Wasser weglegen, Leute. Wisst ihr noch, das habe ich zum Flummi auch mal gesagt. Der alte Mann muss sich setzen. Es ist leider so. Aua. Meine Güte. Ist einfach noch mehr, es hört nicht auf. Der Dark Octopus. Einer von denen heißt Dank Octopus und das ist Brady, ich sag's euch. Was haben wir denn da? Dark Blade! Alter, das ist so edgy, es muss mächtig sein. Ja, geht so. Okay. So, ihr Affen. Ich weiß nicht, wer von dem Brady war. Wie gesagt, der Dank-Octopus. Wie das Spiel einfach slow down. Nein,
Ja, doch mal noch ein netter kleiner Exkurs hier. So. Oh Gott, Leute. Das war eine fette Session, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie die Map aussieht. Boah, das haben wir jetzt alles in relativ kurzer Zeit aufgedeckt. Vielleicht wird es ja doch gar nicht so lange dauern. Also, ich weiß nicht, ob ich das Schloss komplett 100% aufdecken möchte. Ich möchte eigentlich halt das Spiel durchspielen noch. So mit dem Real Ending. Aber da sieht es so aus, als hätte man noch ein bisschen was zu tun, wa? Schön, eigentlich.